Das Jahr 2017 war ein Jahr zum Vergessen für Carla Borger. Weil sie keinen Nationalmannschaftsstatus hatte, durfte die einstige Vize-Weltmeisterin kaum internationale Turniere spielen, war mehr am Telefon als im Sand. Anfang Dezember wurden bei Carla dann auch noch bösartige Zellen gefunden, eine Vorstufe von Gebärmutterkrebs. Eine OP war unausweichlich. Borger hatte schon fast die Lust am Beachvolleyball verloren. Doch so langsam läuft es richtig rund mit ihrer Partnerin Margareta Kossuch, die einstige Anführerin der Hallennationalmannschaft, die erst vor 1,5 Jahren in den Sand gewechselt war. Zahlreiche Trainingseinheiten auf Teneriffa hat das Duo zusammengeschweißt. Beim mit $600.000 dotierten Welttour-Turnier in Fort Lauderdale verfehlte das Beachpaar zwar knapp das Halbfinale, zeigte aber gegen das brasilianische Top-Team Tayana de Sousa Lima und Carolina Horta Maximo eine richtig starke Leistung, die Mut macht für den weiteren Saisonverlauf. Ich glaube, da können wir immer noch was oben drauf packen und es war super wichtig, mal auf so einem Niveau das abrufen zu müssen, weil da bringt auch kein Training was, wenn du dann da unter Druck stehst mit Zuschauern, mit Musik, mit Druck, den abwehren zu müssen, weil du sonst das Spiel verlierst. Und ich glaube, genau diese kleinen Spiele muss man auch mal verlieren, um zu wissen, um was es da geht. In Abwesenheit der Olympiasiegerinnen und Weltmeister Ludwig Walkenhorst, die verletzt und schwanger sind, können sich Borger Kossuch in dieser Saison sicher noch weiter ins Rampenlicht spielen.